Konrad-Adenauer-Haus in Berlin trafen sich die Parteipräsidien von CDU und CSU zur ersten gemeinsamen Sitzung im Superwahljahr 2009. Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Verabschiedung eines gemeinsamen Wahlaufrufs zur Europawahl am 7. Juni. Die Union ist ja die Partei Europas, wenn Sie an Helmut Kohl und Theo Weigel denken, welche wegweisenden Entscheidungen die für Europa getroffen haben. Europa soll den Menschen nützen und soll die Menschen schützen. Und das ist unsere Kernaussage in allen Bereichen. In der abschließenden Pressekonferenz erläuterten Angela Merkel und Horst Seehofer dann die europapolitischen Vorstellungen der Union. Hier einige Ausschnitte. Wir haben diesen Wahlaufruf überschrieben mit den Worten für eine starke Stimme in Europa. Das gilt sowohl für die CDU als auch für die Stimme der CSU, die ja in Bayern in einer Landesliste antritt. Und wir glauben, dass in dieser Zeit der Krise der starke Auftritt der Union in Europa von großem Gewicht ist für die Frage, wie die Weichen in Europa gestellt werden. Ohne Wenn und Aber ja zu diesem Wahlaufruf. Es ist ein Beitrag auch zur Überwindung der ökonomischen Krise in unserem Lande. Wir führen als Christlich-Soziale Union einen sehr, sehr engagierten Wahlkampf. Ich habe das gerade in der Präsidiumssitzung auch zum Ausdruck gebracht. Es geht um Wachstum und wenn ich das sage, dann geht es im Kern um Arbeitsplätze, um moderne Arbeitsplätze mit Zukunft. Und deshalb muss die sogenannte Lissabon-Strategie, also die Strategie, die Europa auch zu einem wirklich prosperierenden Kontinent machen will, zu einem Kontinent, in dem Forschung und Innovation einen festen Stellenwert haben, werden. Hier sind wir noch nicht an dem Ziel, was wir brauchen. Und deshalb kommt es darauf an, dass sich Europa in den nächsten Jahren auf das Wesentliche konzentriert.